Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Wirtschaftliche Attraktivität und eine Zukunft einer Region brauchen wir nun mal die Startups. Also irgendwo müssen ja die Siemenses und Schaefflers und Adidas dieser Welt müssen ja irgendwo herkommen. Ja, also es muss ja neue Unternehmen geben, die eben neue Dinge bauen und die vor allem halt auch in einem digitalen Zeitalter halt auch digitale Produkte bauen. Und da sind wir nun mal als Deutschland sehr weit hinten dran. Ja, das ist ein Thema, wo wir echt Gas geben müssen und echt aufholen müssen, damit wir, sag ich mal, weltweit konkurrenzfähige Digitalunternehmen hervorbringen. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder and CEO Norman Müller. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und mein Gast ist Benjamin Bauer, CEO des Tech Incubators Zollhof in Nürnberg. Ich freue mich sehr, Benjamin. Hi. Hi, Norman. Danke für die Einladung. Freut mich sehr. Sehr gerne. Benjamin, wir hatten schon so einen ersten kurzen Austausch. Der intensive Austausch, der erfolgt jetzt hier in diesem Podcast. Eigentlich mache ich diese Podcast-Folge nur für mich. Um auch von dir zu lernen. Das heißt, ich bin ja seit 1.9.2023 in Amt und Würden des Geschäftsführers im Gründerzentrum in Coburg. Du bist, weiß ich nicht, ob das ist das ein Pendant eigentlich? Bist du so gesehen das Gründerzentrum in Nürnberg schon, ne? Also du bist genau, Kollegen, ja, wir sind das, so gesehen? Wir sind quasi Kollegen und genau, wir sind das digitale Gründerzentrum für Mittelfranken quasi. Also genau, wir sind quasi wir Kollegen, ja, richtig. Gut, dass wir das auch geklärt haben. Das heißt, du machst das Ganze wie lange schon? Seit 2017. Also wir haben die GmbH 2016 gestartet, gegründet und eigentlich Mitte 2017 ging es dann so operativ los im Zollhof. Ja. Also ein Hardliner, von dem ich jede Menge lernen kann und ich glaube, das wird eine ganz spannende Folge, weil auch ihr habt in Nürnberg eine ganze Menge vor. Man liest das ja immer wieder auch in der Presse. Aber dazu gehen wir vielleicht später nochmal kurz ein. Kannst du uns nochmal so ein kleines Intro zu deiner Person geben? Wer bist du so als Privatperson und was genau machst du in welcher Laufbahn heute beruflich? Sehr, sehr gerne, ja. Kann gerne einen kleinen Einblick geben. Ich beschäftige mich schon relativ lang mit dem Thema Startup, Technologien und bin eigentlich auch, sage ich mal, zu Startups und in die Startup-Szene gekommen. Eigentlich so ein bisschen meine Technologieliebe und Begeisterung. Ich habe mir irgendwann mit, weiß ich gar nicht, 12, 13, habe ich mir mal so ein JavaScript für Dummies Heftchen gekauft und wie bediene ich Photoshop und sowas und habe mir damals tatsächlich das Programmieren und Design beigebracht. Ich bin kein Coder, ja, aber ich konnte damals Webseiten bauen, noch wirklich so HTML, PHP und sowas, ja, also so in den Anfängen. Und das hat mich immer fasziniert. Mich hat auch so Kryptografie-Themen interessiert, diese ganze Hacker-Szene und so weiter. Das fand ich damals so als Jugendlicher, 10, 12, 13-Jähriger irgendwie total spannend. Und dann bin ich darüber so über diese IT-Szene so langsam in diese Startup-Szene eigentlich reingerutscht. Mhm. Ich habe immer gern irgendwie Dinge organisiert und habe dann irgendwann gemerkt, naja, das kann man vielleicht auch dann als Beruf machen. Und bin dann vom Abitur gab es einen Konkurrenten zu StudiVZ und wahrscheinlich die Zuhörer, je nachdem, ich kenne deine Altersgruppe, deine Zuhörer nicht, das ist nämlich immer so ein Alterscheck. Mein Alter. Wer noch StudiVZ kennt oder Mitglied war, ja, muss gestehen, ich war's. Und damals war so der große Rush der sozialen Netzwerke und es gab damals einen Konkurrenten zu StudiVZ, das hatte sich FellowWeb genannt, das Ganze. Und die haben damals ganz verrückt Werbung an Schulen gemacht. Und diese Werbung hat mich erreicht. Ich habe dann mir diese Website angeschaut, mich angemeldet und habe dann über Wochen immer wieder Feedback an das Startup geschickt, was sie irgendwie verbessern könnten, irgendwie was noch nicht funktioniert und so weiter. Und dann haben die mich irgendwann angerufen und gesagt, willst du nicht eigentlich für uns arbeiten? Finden wir eigentlich ganz gut, was du da so an Feedback hast.
Und dann habe ich gedacht, ja, ich mache gerade einen Ferienjob, um Lager gearbeitet. Ja. Und dann habe ich den gekündigt und bin in die Gründer-WG gezogen tatsächlich. Und also auch so, wie sich's anhört, ich habe dann wirklich auf einer Matratze neben den beiden Gründern und der einen Gründerin geschlafen. Und dann haben wir halt 24/7 an diesem Startup gearbeitet. Und das war eine total geniale Erfahrung, weil ich da zum ersten Mal wirklich so in dieses Startup-Leben eingetaucht bin. Mhm. Ja, also die hatten auch eine Venture-Finanzierung, wurden dann ausgezeichnet mit Land der Ideen. Und das war alles, ich war da 17, irgendwie, das war alles verrückt und irgendwie aufregend. Mhm. Und ja, dann hat das so angefangen mit, oder war für mich dann klar, ich will in dieser Startup-Szene bleiben. Ich möchte natürlich selber auch mal irgendwann gründen. Mhm. Und dann habe ich an der FAU Erlangen-Nürnberg, habe ich dann studiert, habe Sozialökonomik studiert und habe eigentlich meistens mehr Startup-Themen gemacht als studiert und habe dann während des Studiums einfach ganz viele Dinge ausprobiert, viele Sachen gegründet, gestartet, viel davon ist schiefgegangen und waren aber einfach coole Learnings dabei. Und dann habe ich irgendwann Unicoach gegründet, eigentlich so ein bisschen aus der eigenen Not heraus. Wir haben eine Software für Studierenden gebaut zur Planung des Semesters und das ist dann ganz gut skaliert tatsächlich über mehrere Unis und dann haben wir gesagt, da bauen wir jetzt ein Unternehmen draus und genau, dann ist das gewachsen und parallel dazu habe ich in Berlin einen Startup-Verband mit aufgebaut, weil so dieses Thema mal gründen aus der Uni raus als Student war damals ein Thema, war sehr studentisch organisiert, mhm. aber war damals immer vor 10 Jahren an vielen Unis und Hochschulen in Deutschland noch nicht so präsent, ja. Das waren so Graswurzelbewegungen, die so langsam entstanden sind. Und wir wollten das irgendwie organisieren. Und dann haben gesagt, dafür braucht es eigentlich einen Verband, der Studierenden hilft, sich selbstständig zu machen, ja, dieses Thema Startup für sich zu entdecken. Mhm. Und ja, das haben wir dann gemacht und habe dadurch auch so diese Berliner Szene sehr stark mitbekommen, wie die damals über Rocket Internet und Co. gewachsen ist. Yes, yeah. Und das war dann auch so die Inspiration zu sagen, naja, da ist so viel entstanden, aber durch wenige sehr starke Player. Ne? Mhm, mh. Und in München ja ähnlich dann auch zu der Zeit. Weil mir gesagt, eigentlich in Nürnberg, in Franken gibt es so viel Potenzial, warum das nicht hier machen? Und so machen, dass es hier für die Region funktioniert und dass wir hier die Menschen eben für Startup und Entrepreneurship begeistern. Und da war dann irgendwann die Idee vom Zollhof geboren. So lange Rede, kurzer Sinn, so kamen wir dazu quasi. Aber wie ist das entstanden? Also war Zollhof wirklich eine Idee von dir? Also hast du das initiiert damals oder? Ich glaube, da kamen so einige Dinge zusammen tatsächlich. Also zum einen kam das über die Uni Erlangen mit Katrin Möslein, die aktuell Vizepräsidentin der FAU ist, bei der ich auch im Lehrstuhl mal gearbeitet habe und wir immer sehr eng verbunden waren und sie eine starke Förderin der Region auch ist, gerade wenn es ums Thema Startup-Innovation geht. Mhm. Da kam so ein bisschen auch der Hinweis, hey, da gibt's bald vielleicht auch eine Förderung vom Freistaat, da entwickelt sich was, vielleicht kann man darum irgendwas bauen. Mhm. Gleichzeitig hatte ich, mein Startup war ja in Nürnberg und ich hatte hier so eine kleine Gruppe an anderen Startup-Gründern. Wir haben uns so einmal im Monat getroffen und haben ja drüber gesprochen, wie es uns so geht, wie die Startups so laufen, was gut funktioniert, was nicht funktioniert. Wir haben uns so ein bisschen immer die anonymen Startupler genannt, weil wir halt einfach ganz offen miteinander sprechen konnten, ne, was läuft und was läuft halt nicht. Ja. Wirklich Selbsthilfegruppe, tatsächlich, ja. Und auch in dieser Gruppe war dann so das Thema, ja, eigentlich bräuchte es so ein Startup-Nukleus. Dazu muss man so verstehen, die Nürnberger oder die fränkische Szene aus meiner Sicht sehr stark aus einer Digitalszene rausgeprägt. Mhm. Und Digitalszene ist ja nicht gleich Startup-Szene. Das heißt, es ist eine sehr, sehr agenturgetriebene Szene, sehr viel Freelancer, also so aus dieser Ecke kommend. Und was manchmal dann als Startup-Gründer gefehlt hat, war so ein bisschen dieses, ich treffe Gleichgesinnte, die halt auch ein Startup haben. Ne? Also die Mitarbeitende haben, die irgendwie skalieren wollen, die wachsen wollen. Und die dann halt auch über Themen sprechen wollen oder Probleme sprechen wollen, die damit so ein bisschen einhergehen. Und dadurch hat sich diese Gruppe geformt und irgendwann haben wir dann auch da gesagt, wir müssen da eigentlich mehr draus machen. Es braucht da eigentlich Unterstützung. Ja, und alle, die selber gegründet haben, gesagt, ja klar, hätte ich auch gebraucht in den ersten 1-2 Jahren. Ja, und dann ist so langsam eigentlich so ein bisschen aus diesen verschiedenen Gruppen raus so diese Idee entstanden, lass uns da doch was bauen und das mal wirklich jetzt ernsthaft in die Hand nehmen. Cool. Was ist aus deinem Startup geworden? Gibt es das noch?
Ja, tatsächlich gibt es das noch. Ich habe das verkauft, das Startup. Wir haben damals ein Asset Deal gemacht mit einem Berliner Unternehmen, einer Berliner Jobplattform tatsächlich. Das gibt es noch. Der Service ist auch noch Teil des Teams, ist tatsächlich auch in dem neuen Unternehmen. Sehr und cool. Von daher, das war damals auch so ein Kriterium. Wir haben ungefähr 2 Jahre ging es um den Verkaufsprozess, mit vielen verhandelt. Damals war dann so ein Rush, da kamen relativ viele Education Technology Startups hier in Deutschland auf den Markt. Gab es auch ganz gute Finanzierungsrunden in der Zeit. Und das war für uns so ein ganz guter Zeitpunkt damals zu sagen, das ist jetzt eine Opportunität irgendwie, wo wir sozusagen das Ganze verkaufen können, aber an jemanden, der es dann im besten Fall natürlich auch weiterführt, weiterentwickelt. Und da haben wir ein Unternehmen gefunden, das hat super gepasst. Ja. Cool. Reizt dich das heute noch? Ich meine, das ist ja schon ein Berufswechsel, den du dann jetzt gemacht hast, ne? Vom Unternehmer. Gut, gewisserweise hat man natürlich auch verschiedene unternehmerische Skills, die man braucht, um so ein Gründerzentrum zu leiten und zu entwickeln. Aber es ist ja doch eigentlich was anderes. Ja, weiß ich gar nicht. Also es fühlt sich tatsächlich nicht anders an, muss ich sagen. Weil das Ganze, also auch wie ich den Zollhof begreife, wirklich als Startup sehe. Also klar, wir sind ein Stück weit, wir sind jetzt kein Startup, was du durch Wachstumskapital finanziert bekommst oder so. Ja, wir sind jetzt kein Startup, was dann irgendwie über zig Märkte wachsen kann. Das ist ein anderes Game, das ist ein Ökosystem-Game am Ende. Das ist auch deutlich langfristiger am Ende. Ja. Aber das Ganze ist extrem unternehmerisch und ich habe ja auch alle unternehmerischen Freiheiten, den Zollhof so zu bauen, wie es aus meiner Sicht auch passt. Und deswegen fühlt sich es ehrlicherweise gar nicht so anders an. Aber klar, der Unterschied ist vor allem natürlich dann auch in dem, was du anbietest am Markt ein Stück weit. Ne? Also wir haben ja einmal Startups als Kunden sozusagen, ja, die wir betreuen und unterstützen. Wir haben Mittelständler und Corporates als Kunden und bieten da eine Dienstleistung am Ende an. Und das war natürlich, in meinem Startup vorher hatten wir ein Produkt, ne, ein skalierbares Digitalprodukt. Deswegen, das ist schon ein anderes Game. Und klar ist das immer wieder total faszinierend und reizt natürlich, wenn man die Startups sieht, die Produkte bauen. Ja. Das ist total genial, aber mir fehlt es aktuell auch nicht, weil wir haben so viele Dinge vor und echt sehr große Pläne auch für die nächsten Jahre, dass mir definitiv nicht langweilig wird. Viel kommen wir noch. Von daher, ja. da kommt noch was. Von daher, ja, alles fein. Spannend, weil du sprichst mir da aus der Seele. Ich bin ja eigentlich auch schon eigentlich immer, fast immer in meinem Leben unternehmerisch geprägt. Erlebt diese Freiheiten, diese unternehmerischen Freiheiten bedingt natürlich, ist ja schon auch noch in öffentlicher Hand, also man muss ein bisschen anders agieren, aber dieses Gestalten, das ist auch das, was mir echt Freude macht und ich bin jetzt hier ein halbes Jahr und erlebe das genauso wie du. Was ich nochmal ganz spannend finde, man verbindet ja Gründerzentrum immer sehr schnell, klar, mit Gründern, macht ja Sinn, Gründerinnen, Gründer, Startups zu betreuen, hat verschiedene Möglichkeiten, Räumlichkeiten zu vermieten, Events zu veranstalten und so weiter. Aber was mich mal interessieren würde, du hast gerade Ökosystem gesagt und diese Integration in die Region zu den Unternehmen, dieses Brückenbauen und so weiter. Wie orchestriert ihr das bei euch? Also wie schafft ihr es, dass Startups mit Unternehmen zu tun haben und zu tun haben wollen und umgekehrt natürlich auch, sodass das irgendwie auch einen Wert für die Region erzeugt? Also ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst, weil ich bin davon überzeugt, dass sowas wie ein Gründerzentrum, ein Startup-Hub nur funktionieren kann, wenn es als Ökosystem-Play gedacht wird. Ja. Wenn man gemeinsam mit den Universitäten, gemeinsam mit den Talenten, die unterwegs sind, gemeinsam mit den Mittelständlern, den Konzernen, den Investoren, gemeinsam arbeitet und das auch versteht als seinen Auftrag. Ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt. Ja. Und das haben wir von Anfang an, war mir auch ganz wichtig, dass wir nicht in Isolation jetzt irgendwo Startups ausbrüten und dann irgendwie hoffen, dass die da erfolgreich sind, sondern dass wir natürlich auch dann für die Startups ein größtmögliches Playing Field irgendwo aufmachen, wo die natürlich potenziell zahlende Kunden finden, wo sie Investoren finden, wo sie wachsen können, wo sie sich mit anderen austauschen können. Das alles muss zusammengehen irgendwo. Und ich glaube, dann so ein bisschen vielleicht auch das größere Bild dahinter ist am Ende ja auch, ich meine, was tun wir am Ende? Ja, pushen wir die Regionen, ja? Schauen wir, dass Deutschland, dass Bayern als Gründungsstandort
mithalten kann, überhaupt konkurrenzfähig wird, muss man ja auch sagen, ja, mit anderen. Also wir sind es ja in großen Teilen als Deutschland ja tatsächlich nicht. Und wenn man sich die Gründungszahlen in Deutschland anschaut, die ja seit 20 Jahren jedes Jahr weniger werden und jetzt natürlich durch die verschiedenen weltweiten Krisen beflügelt ja noch weniger gegründet wird und noch weniger auch investiert wird. Ich glaube, desto mehr müssen wir solche Dinge anschieben in den Regionen und desto mehr müssen wir auch gemeinsam denken. Das ist so, ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Und mir ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auch ein bisschen über die Regionen hinaus denken. Das ist auch, glaube ich, so eine Grundlogik, wo man manchmal, glaube ich, oft tendiert, vielleicht auch aus so einem politischen Blick raus, sehr, ich sag mal, nach Kirchtürmen zu denken. Ja, jeder Kirchturm braucht irgendwie was und kriegt irgendwas und macht dann auch irgendwas. Am Ende ist es so, wenn man von Berlin oder von außerhalb Deutschlands dann auf die Region schaut, dann ist man ja froh, wenn man noch München lokalisieren kann, ja, oder zumindest Bayern irgendwie als Einheit. Ja. Von daher, also ich glaube, wir sollten sozusagen gemeinsam denken und wir sollten es auch über die Grenzen hinaus denken und wir sollten es eben als Ökosystem gemeinsam denken. Ich glaube, das ist mal die Grundvoraussetzung, dass es überhaupt funktionieren kann. Ja, das ist so irgendwie meine Überzeugung, so wie ich den Zollhof auch aufbauen möchte. Und um jetzt zurückzukommen auf deine eigentliche Frage, wie sozusagen wie bringen wir Startups, Corporates, wie funktioniert das eigentlich im Ökosystem? Das ist eine Challenge, an der wir eigentlich jeden Tag arbeiten. Also das ist ja die Idealvorstellung. Es gibt ein tolles, innovatives Startup, die an neuen Technologie arbeiten. Und ein Konzern, der sagt, das passt eigentlich bei mir gerade perfekt rein, wir beschäftigen uns auch mit dem Thema, aber anstatt, dass wir es vielleicht selber bauen, vielleicht etwas länger brauchen, dafür kaufen wir uns das ein. Ne? So immer die Idealvorstellung. Und das funktioniert auch immer besser und funktioniert auch gut, aber es ist kein Walk in the Park. Also es ist schon eine Herausforderung, Startups in der richtigen Phase mit Corporates zusammenzubringen, Corporates zu zeigen, wie eigentlich eine Startup-Zusammenarbeit aussieht, was brauchen die Startups, wo muss ich dann vielleicht auch ein bisschen entspannter sein und Einkaufsprozesse und andere Dinge irgendwo verändern, damit dann auch überhaupt Zusammenarbeit funktionieren kann, auch Anforderungen an ein Startup, auch eine Erwartungshaltung an ein Startup, eine Risikobewertung, also das sind ganz viel auf beiden Seiten, ne? Auch Startup und Corporate, ganz viel, sag mal, Education auch vonnöten und Aufklärung und Gespräche und Begleitung, damit es gut funktionieren kann. Und wir sind mittlerweile dazu übergegangen, dass wir das nicht standardmäßig für alle Startups immer machen. Und na, man kann ja so, weiß ich nicht, Startup-Corporate-Roundtables machen und die ständig zusammenbringen und so weiter. Das führt aber meistens mehr zu Frustration, als dass es zu Erfolg führt. Das heißt, mittlerweile machen wir das sehr individuell. Wir schauen, dieses eine Startup hat das Produkt genau in dem Bereich. Und wenn es ein Unternehmen gibt, ein etabliertes, was genau in dem Bereich auch einen Bedarf hat, dann bringen wir die zusammen. Aus Sicht der Startups, das kennst du vielleicht selber, das war bei mir genauso. Wenn man startet und mit einer vielleicht auch Technologiekompetenz startet, kriegst du ja auch oft Anfragen von, hey, du kennst dich mit KI, ne, Norman, in deinem Fall aus, ja. Willst du nicht mit deinem Startup uns da irgendwo mit KI unterstützen? Wir machen mal ein Projekt gemeinsam. Dann klingt das erstmal als junges Startup toll, weil du vielleicht einen Auftrag bekommst, der irgendwie 40.000, 50.000 Euro wert ist. In der frühen Phase super viel Geld. Aber das ist nur gut, wenn es auch wirklich zum Fokus deines Geschäftsmodells passt. Wenn das zu weit weg ist, verzetteln sich dann viele Startups und sind nicht mehr fokussiert auf ihr Produkt, sondern machen irgendwas, weil sie halt in der Technologie gut sind und diese Technologie nachgefragt wird. Und deswegen muss man, glaube ich, ganz genau darauf achten, wann man wie Unternehmen zusammenbringt, damit es dann auch wirklich funktionieren kann. Das ist ein super Takeaway, was du gerade hier uns mitgibst. Also vor allen Dingen auch für Startups, die jetzt hier zuhören, weil genau das erlebe ich eben auch. Ne? Man macht es dann, weil man die Kohle braucht. Ne? Also man ist dann so ein bisschen in einer Abhängigkeit. Ja? Für die Corporates ist es natürlich super, weil man bekommt die Lösung ziemlich schnell hin, aber es hat mit dem Kernprodukt des Startups dann nichts zu tun und die ganzen Ressourcen gehen halt drauf und dann entwickelst du halt dich unternehmerisch oder mit deinem Unternehmensprodukt, mit deinem Zweck ursprünglich gar nicht mehr weiter. Das, was du ansprichst, finde ich einen ganz wesentlichen Punkt. Das ist auch das, wofür ich hier in der Region werbe. Ich nenne das Venture Clienting. Einfach zu sagen, ihr großen Unternehmen braucht gar nicht drüber nachzudenken, euch da zu beteiligen, weil so eine Due Diligence einfach über Monate hinweg einfach auch so ein Startup voll blockieren kann.
eher in Projekte zu denken oder dass das Unternehmen vielleicht sogar ein Produkt kauft des Startups erstmal, ja, um Invest zu geben, dass genug Luft ist für das Startup, sich zu etablieren, vielleicht auch in der Region Fuß zu fassen, ja. Und ich finde das auch charmant, weil die Perspektive gehört ja auch dazu, aus Sicht der Unternehmen einer Region zu sagen, wow, da habe ich so ein Ökosystem, da habe ich so einen Hub wie den Zollhof, ja. Und da habe ich die Möglichkeit, einfach ja, Einblicke zu geben, was ich vielleicht brauche. Und dann wird gescoutet und dann wird geguckt, inwieweit ist das Startup in der Region oder wie wir das eben auch machen. Dann holen wir das halt aus anderen Regionen, wo das vielleicht zum Beispiel in Berlin nicht sichtbar wird. Ja, also ich kenne viele Tech-Startups, die in ihrer Unsichtbarkeit untergehen, richtig harte Nerds, aber die einfach die Skills nicht haben, zu sagen, ich mache jetzt einen Podcast, damit ich irgendwie sichtbar werde, ja, oder so. Oder hol mir jemanden im Vertrieb, sondern die bauen halt an ihrer Lösung und geben halt dann irgendwann auf, weil sie es finanziell nicht durchhalten können. Ja. Und da ist so ein Modell natürlich total pragmatisch und ich finde auch dieses direkte Connecten, also das Know-how, was du ja auch mit deinem Team vorhältst und aufgebaut hast über viele Jahre, das zu erkennen und beiden Seiten die Brückenköpfe zu bauen, mega. Ja, sehr stark. Ich glaube, das brauchst du, was du ansprichst. Das Thema Venture Gliding ist, glaube ich, einfach total spannend. Ne? Ich glaube, das macht für viele Unternehmen Sinn, das auch mal zu testen. Und dann aber ganz bewusst einfach, ne, mit, das ist die konkrete Aufgabenstellung, das Thema wollen wir bearbeiten, ganz transparent gemacht und dann kann ich mir das dann entscheiden, gehe ich da rein oder nicht. Ja. Also ich glaube, das ist ein Thema, womit sich, wo ich gerade auch wahrnehme, dass sich viele der Unternehmen auch hier in der Region mit beschäftigen. Also das kommt immer mehr, kommt immer so ein bisschen in Wellen, aber ich glaube, gerade ist es so ein Thema, was recht stark auch nachgefragt wird tatsächlich. Ja. Kann eine sinnvolle Methode sein, eben das sehr gezielt zusammenzubringen. Jetzt liegt ja der Fokus beim Zollhof auf Tech-Incubator. Das heißt, was ist mit mir denn als Startup, wenn ich ein Häkelstudio gründen möchte, bin ich ja dann eher nicht so richtig bei euch, oder doch? Genau, dann bist du wahrscheinlich nicht ganz richtig. Das kann natürlich ein total spannendes Business sein. Aber genau, wir haben einen Fokus auf Technologie-Startups. Das heißt, die Produkte sind dann technologiegetrieben. Wir haben aktuell noch einen relativ starken Fokus auf Software-Startups. Wir arbeiten ja in Batches und pro Batch nehmen wir 10 Startups auf. Von diesen 10 sind ungefähr 7 Startups Software und 3-4 Startups sind Hardware-Startups. Und diesen Hardware- und Deep-Tech-Anteil wollen wir in den nächsten Jahren deutlich, deutlich ausbauen. Können wir vielleicht dann später noch zu sprechen, wie es weitergeht mit Zollhof. Das ist so ein ganz, ganz großes Thema, was wir sehr stark fokussieren werden in den nächsten Jahren. Es gibt ja in der Region und überall in Deutschland gibt es ja auch Gründerzentren, die sich zum Beispiel auf die Kreativwirtschaft fokussieren und wo ich dann genau dort auch Anlaufstellen finde, einen Partner finde. Wir hätten zum Beispiel dann wahrscheinlich gar nicht die richtigen Partner für die Startups. Also von daher gibt es ja glücklicherweise relativ viele Anlaufstellen, je nachdem, in welchem Bereich ich da unterwegs bin. Aber bei uns tatsächlich Fokus auf Tech. Ja, Fokus auf Tech. Wir haben den Fokus auf KI. Welche Rolle spielt KI gerade bei den Tech-Firmen? Weil wenn ich mich mit den Investoren kenne, die ich so im Laufe meines Lebens kennengelernt habe, dann ist die Frage, das ist die erste Frage immer nach, ist da KI drin? Das Know-how ist gar nicht da, ja, die KI-Kompetenz fehlt gänzlich, aber wenn der Stempel nicht drauf ist, ja, AI Insight, dann ziehen sie sich eher vielleicht auch so emotional ein Stück weit zurück. Wie ist das, wie nehmt ihr das wahr? Ich glaube, es ist ähnlich. Also wenn man mal zurückblickt, gab es ja vor ein paar Jahren diesen AI-Hype, ja, diesen ersten, dann wurde der so ein bisschen abgelöst vom Thema Web3 Metaverse und jetzt ist so diese nächste ganz große Wachstumsphase ja wieder da. Diesmal auch aus meiner Sicht, also klar, natürlich sehr stark gehypt, aber gleichzeitig schon auch mit einem extrem guten Fundament dahinter. Mhm. Und aus meiner Sicht, ich sehe es so aus zwei Perspektiven. Einmal die Perspektive, nutze ich als Startup KI für mein Business? Also um schneller zu sein, effizienter zu sein, weniger Mitarbeitende zu brauchen, all diese Themen. Mhm. Und habe ich KI sozusagen in meinem Produkt in irgendeiner Form? Und zumindest das Thema, nutze ich KI, um besser und effizienter zu sein, müssen wahrscheinlich mittlerweile alle Startups mit Ja beantworten oder zumindest eine gute Antwort drauf haben. Weil das, glaube ich, kann ich als Investor schon erwarten, wenn ich da mein Geld reingebe, dass es eben so gut wie möglich verwendet wird. Und ich kann halt nur mal Unternehmen heute anders aufbauen, als ich sie noch vor 5 Jahren aufbauen konnte,
weil man mittlerweile einfach so viele Dinge automatisieren kann, die man halt bisher nicht automatisieren konnte, ne, mit KI. Also ich glaube, der Unternehmensaufbau, der hat sich drastisch oder verändert sich aktuell drastisch. Wie baue ich so eine Company auf? Ja? Mhm. Also das fängt ja an von Service-Mitarbeitenden, die ich komplett über KI aktuell fast schon ersetzen kann, bis zur Team-Meetings, Zusammenfassung, Strategien. Also es gibt ja alles mittlerweile, was du irgendwie, was dir zumindest mal den Alltag vereinfacht. Ne? Ja. Also da sollte ich mich als Startup-Gründer unbedingt sehr tief mit auseinandersetzen, weil am Ende geht es bei Startups ja zumindest, wenn ich sozusagen den VC-finanzierten, skalierbaren, sehr schnellen Wachstumspfad wähle, geht es eben um Geschwindigkeit und eigentlich nichts anderes. Und dann muss das irgendwo ein Thema sein. Und klar, aktuell, und das ist vielleicht der Hype dabei, im Produkt dann irgendwie was mit KI zu machen, das machen gerade alle. Da ist, glaube ich, wird auch wieder ein großer Teil davon wieder hops gehen, weil ja viele dann auch auf bestehende Lösungen aufsetzen. Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das fünfte Programm aufsetze auf ChatGPT und OpenAI, was dann irgendein Teilproblem löst, dann laufe ich halt Gefahr, dass im ChatGPT-Store in einem Monat halt genau das Produkt auch landet, aber halt nicht von mir, sondern von ChatGPT selber gebaut. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, was baut man gerade, was wirklich nachhaltig dann auch einen Mehrwert hat und was nicht nur ein Feature, ein kleines Problem löst. So, das sind so, würde ich mal so diese beiden Sphären, würde ich da gerade sehen. Ja, ich lustigerweise gerade zum Thema Datenschutz, also der Datenschutz als Qualitätsmerkmal, zum Beispiel von Tech-Lösungen, Software-Lösungen aus Deutschland kommend, ja, also im internationalen Wettbewerb, sehe ich dann eine Riesenchance. Also das, was uns die ganze Zeit genervt hat, indem wir schon Unterarmschmerzen haben, weil wir diesen Cookie-Banner wegklicken müssen. Kann das ein Riesenvorteil für uns sein? Ja, ich glaube nicht, dass ChatGPT von Unternehmen überhaupt einsetzbar ist, zumindest größeren Mittelständlern oder Konzernen, einfach weil das gegen sämtliche Compliance-Richtlinien verstößt. Aber was du sagst, absolut. Also die Entwicklung nehmen wir eben auch wahr. Vor allen Dingen viele Startups, die jetzt auch nochmal so einen Dreher reinkriegen, also nochmal so eine Iterationsschleife fahren und sagen, oh krass, wir haben eigentlich Technologie entwickelt, KI war noch gar nicht dabei, ja, und ihre Opportunitäten viel stärker oder viel mehr verbessern, ja, weil sie auf jeden Fall jetzt wieder interessant sind. Ja? Also weil die Wettbewerbsfähigkeit jetzt wieder eine ganz andere ist. Sehr interessant. Genau. Oder weil ich halt, wie du sagst, ne, ein bestehendes Produkt anreichere mit irgendeiner KI-Kompetenz und Lösung und auf einmal dann ein Killer-Produkt entwickelt habe, was halt richtig, richtig stark ist. Also ich glaube, da muss ich mich mit auseinandersetzen. Ich sehe es bei allen unseren Startups, da sind überall Teilbereiche auch des Kernprodukts, die ich verbessern kann, die ich ersetzen kann durch ein geeignetes KI-Tool. Ne? Und ich glaube, dann ist vielleicht so eine Mix-Power, ja, die ich da bauen kann, die dann erfolgreich sein kann. Ja. Bis hin zur Power, die ich natürlich auf die Straße bringe, wenn ich mir überlege, Entwickler, ja, die dann mithilfe von KI im Coden einfach die Performance bringen wie 10 Entwickler. Also was du sagst, Geschwindigkeit ist da alles und die kann ich jetzt ohne Probleme auf die Straße bringen. Ja? Also von dem her. Ja. Also wenn ich dran denke, bei unserem Startup damals Debugging und so, und also da war irgendein Bug im Code und dann saß unser Developer und wir gemeinsam dann dran und dann ging das mal irgendwie so einen halben Tag, ja, so bis du das eine Komma gefunden hast, was falsch war, ja, naja, das lässt sich halt mittlerweile alles lösen, ne, also das ist so ein ganz simples Beispiel, wie du halt einfach Stunden einsparst an Arbeit, von daher ist schon ratsam. Ist auch interessant, wie als ChatGPT rauskam, wie die Stellenanzeigen für die Suche nach Programmierern maximal nach unten ging. Also sehr schnell. Die gab es schlicht und ergreifend einfach nicht mehr, weil jeder gedacht hat, oh krass, das probiere ich jetzt erstmal, bevor ich Mitarbeiter suche, schaue ich einfach mal, wie effektiv. Ich habe meinen Kindern auch gesagt, so keiner wird mehr Programmierer, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir machen jetzt wieder Handwerk. auch das. Wobei ich da auch schon die Roboter sehe, weißt du, die den riesen Spachtel über die Wand schieben und 24 Stunden arbeiten können, weißt du, also das ist auch nur so langsam, also die Tesla-Robots, ne, die irgendwie jetzt so diese schön säuberlich so diese, irgendwie so ein T-Shirt zusammenfalten und sowas, ja, das, ja klar, also auch da wird's kommen, wahrscheinlich ist halt wie immer, davon sprechen ja immer alle, ne, so diese Übergangsphase, wo man sagt, auch bei Juristen und Co., die Juristen mit KI sind halt dann erfolgreicher als die Juristen, die kein KI verwenden.
Und irgendwann wird es dann halt eine Phase geben, wo man dann tatsächlich einfach weniger Leute braucht dann für die Themen. Ne? Ich glaube, aktuell ist es einfach noch so eine Übergangsphase, wo man sich tatsächlich auch als Mitarbeiter in einem Unternehmen ganz klar einen Wettbewerbsvorteil erarbeitet, wenn man halt einfach clever Tools nutzt, ja, ganz klar. Ja. Also das, glaube ich, auch da, nicht nur im Startup-Kontext, sondern auch im etablierten Unternehmen kann man sich da durchaus was anschauen. Ja. Ja. Für alle, die unseren Podcast dann jetzt auch per Video sehen, die haben jetzt schon zweimal erlebt, wie du im Gespräch mit strahlenden Augen dagesessen hast, als du über die Zukunft des Zollhofs sprechen wolltest. Ich denke, den Spannungsbogen haben wir jetzt zugespitzt und lass uns mal genau da abbiegen. Was sind die Zukunftspläne? Was hast du mit deinem Team und deinen Partnern vor? Wir haben einen Zollhof jetzt 6 Jahre lang aufgebaut und ich glaube, diese erste Challenge war zu zeigen, dass wir in Nürnberg, in Franken richtig gute Startups haben und wir als Inkubator diese auch unterstützen können, die hier ansiedeln und hier ein Ökosystem entsteht, was auch immer mehr kompetitiv wird mit anderen und sichtbar wird. Ich glaube, das war so diese erste Challenge, die mir wichtig war, auch zu meistern. Und ich glaube, das haben wir gezeigt, dass es geht. Wir haben mittlerweile 100 Startups begleitet. Die Startups haben über 300 Millionen an Venture Capital eingesammelt, davon einige wirklich sehr, sehr erfolgreiche mit vielen Hunderten von Mitarbeitenden. Also da ist echt was passiert. Und aus meiner Sicht gibt es 2 Möglichkeiten. Jetzt kann man so weitermachen und sagen, super, uns auf die Schulter klopfen und sagen, ja, machen wir jetzt so weiter. Mhm. Oder zu sagen, nee, aber es braucht halt noch mehr, weil, wie schon zu Beginn gesagt, die Gründungszahlen sind nicht rosig in Deutschland. Die Verwertung von IP und Patenten aus den Unis und Hochschulen raus zu Gründungen ist nicht gut in Deutschland. Also all diese Themen müssen wir, glaube ich, angehen, um am Ende halt auch die, sag mal, Probleme dieser Welt auch ein Stück weit mit anzugehen und zu lösen. Weil die passieren halt am Ende nur, wenn sich mutige Unternehmerinnen hinstellen und sagen, ich baue das jetzt, ich bringe das jetzt auf den Markt, ich gehe dieses Risiko ein. Ja? Mhm. Also siehe BioNTech zu Corona-Zeiten, wo halt 2 Unternehmer Unternehmerinnen und Unternehmer gesagt haben, wir machen das, ja, und wir machen aus der Forschung, bauen wir dann Unternehmen und retten so Menschenleben am Ende, ja, und das ist vielleicht sehr pathetisch ausgedrückt, aber ich glaube, das ist am Ende ja doch der Hintergrund, warum wir das Ganze tun, weil wir am Ende Probleme lösen wollen, Zukunft gestalten wollen und dafür braucht es Menschen, die das tun wollen. Und dafür müssen wir jetzt den nächsten Schritt gehen. Ich glaube, gerade in der Region ist das genau jetzt der richtige Zeitpunkt auch. Wir wollen mehr Menschen zu Unternehmerinnen und Unternehmern machen. Das ist ein großes Programm, was wir in den nächsten Jahren starten werden. Wir werden ein Unternehmerstipendium starten. Vielleicht kennst du oder auch die Zuhörer Entrepreneur First. Das ist ein sehr erfolgreiches weltweites Programm, wo Menschen zusammengebracht werden, die, sag ich mal, gründungsaffin sind, die aber schon auch Berufserfahrung mitbringen und die dann begleitet werden und gemeinsam über eine gewisse Zeit an Ideen arbeiten, um dann auch irgendwann wirklich Startups zu gründen. Und wir machen das aktuell schon mit Studierenden. Das heißt, wir begleiten Studierende dabei, unternehmerisch tätig zu sein. Wir haben da über 250 Studierende begleitet. 60% davon sind danach unternehmerisch tätig geworden, also haben gegründet oder arbeiten jetzt in einem Startup. Das heißt, das ist eigentlich eine irre Quote, ja, eine Maschinerie, die gut funktioniert. Und genau das wollen wir jetzt für Berufstätige, für Wissenschaftlerinnen ausbauen, um einfach mehr Menschen diesen Weg zu zeigen, sich selbstständig zu machen, ein Startup zu gründen. Der zweite Punkt, den wir machen wollen, diese Startups brauchen natürlich auch einen Ort, wo sie dann Prototypen herstellen können, wo sie auch, gerade wenn sie so aus dem Deep-Tech-Bereich kommen, aus dem IP-basierten Bereich, dass sie dann auch wirklich Prototypen bauen können und so einen Ort vorfinden, wo sie prototypen können. Dafür wollen wir einen eigenen Tech-Space errichten. Das heißt, da werden wir uns räumlich auch nochmal deutlich erweitern. Und wir haben uns da angeschaut, wie würde denn heutzutage so ein Ort aussehen, wo ich physische Prototypen bauen kann. Und aus unserer Sicht sind die eben nicht mehr nur physisch, sondern sind auch digital. Das heißt, wir werden dort auch ein Industrial Metaverse einrichten, wo ich komplett auch digital prototypen kann. Und beides sozusagen gleichwertig dort auch entstehen wird. Also ein komplettes Prototyping Lab mit dem Fokus auf Deep Tech Innovationen. Und dann brauchen diese Unternehmen am Ende natürlich auch Finanzierung. Und das ist sozusagen der dritte Punkt. Wir werden einen eigenen Venture Capital Fund starten, den ersten fränkischen Venture Capital Fund.
Es gibt in der Region ja ganz viele Business Angels, es gibt Family Offices, die in Startups investieren. Es gibt aber sozusagen keinen unabhängigen Fund, ja, also wo sich Unternehmerinnen und Unternehmer zusammentun und sagen, wir investieren gemeinsam eben in Startups. Mhm. Und das wollen wir eben machen, um zukünftig einfach noch mehr Unternehmen, ja, so aus dieser frühen Phase eine Finanzierung zu geben, damit die dann skalieren können. Das Ganze, diese drei Maßnahmen, nennt sich am Ende die Zoho Factory. Warum nennt sich das Zoho Factory? Weil das Teil werden soll einer Bundesinitiative, die sogenannten Startup Factories. Mhm. Das ist aktuell Teil der Startup-Strategie der Bundesregierung. Wir bewerben uns als Nordbayern da quasi auf diese Startup-Factory-Bewerbung und wollen sozusagen die bayerische Startup-Factory werden. Und das aber auch gemeinsam mit Partnern in der Region aus ganz Nordbayern, weil, das habe ich vorhin schon gesagt, ich glaube, wir müssen mehr unsere Power noch zusammenpacken, gemeinsam schauen, dass wir die richtig guten Talente zu Unternehmerinnen machen und dann die Startups auch finanzieren und in den Markt pushen. Und ich glaube, das können wir mit der gemeinsamen Power machen. Und das ist am Ende sozusagen die Zoho Factory mit diesen drei Maßnahmen. Sehr cool. Das spielt ja genau in die Sinfonie von Markus Söder mit ein, die KI-Uni zu bauen in Nürnberg. Ne? Also da passiert unglaublich viel. Und ich glaube auch, ja, und deswegen finde ich ja auch unseren Kontakt super spannend, weil wir uns natürlich auch zu dieser nordbayerischen Achse zählen. Wenn wir uns anschauen, was mit Aleph Alpha da mit dem Jonas in Heidelberg passiert, was in Heilbronn passiert, also da passiert Gott sei Dank ganz viel. Ja? Da können wir, glaube ich, einfach noch, weil wir einfach auch strategisch, geografisch interessant in der Mitte von Deutschland unterwegs sind und liegen, ist es, glaube ich, nochmal ein ganz interessanter Standortvorteil auch nochmal. Ja? Und ich glaube auch tatsächlich, bin ich überzeugt von, dass Franken, Nordbayern, wie auch immer du das definierst, aber quasi dieser Bereich in Deutschland mit das größte Wachstumspotenzial hat. Und nicht umsonst schauen sich ja gerade sehr, sehr, sehr viele Investoren, VCs, schauen sich gerade die Uni-Standorte in Deutschland an. Und da sind wir nun mal ein sehr großes. Es gibt hier eine riesige Anzahl an Studierenden, an Forschenden hier in der Region. Und das hat natürlich irre Potenzial. Und so ein Aleph Alpha hat das ja gezeigt. Heidelberg ist nicht bekannt als Gründerstandort. Ja. Ja. Eine exzellente Universität, ja, eine exzellente Forschung dort. Aber bisher war es nicht bekannt oder auf der Landkarte, wenn ich mir jetzt irgendwo so Deutschland als Startup-Karte angeschaut habe. So, jetzt kommt da halt eine Aleph Alpha. Hier in Erlangen ist das beste Beispiel jetzt ganz kürzlich mit WorldCoin. Ja, also das erfolgreichste Crypto-Blockchain-Startup aus Deutschland. Die Story muss man, glaube ich, einmal für die Zuhörenden erzählen. Du kennst sie, aber ist ja irre. Also alle kennen ChatGPT und deren Gründer Sam Altman. Mhm. Und Sam Altman hat mit einem Erlanger Studenten zusammen ein zweites Startup gegründet, das nennt sich WorldCoin. Und zwar löst er damit ja das Problem, was er selber ein Stück weit gebaut hat. Das macht er ja clever. indem er sagt, naja, mittlerweile kann ich ja durch KI jede Stimme, jedes Video, alles kann ich faken, per Knopfdruck, ohne technisches Wissen. Und das wird ja von Tag zu Tag, wir sehen es ja täglich, besser. Und jetzt ist ja die große Frage, was ist in Zukunft eigentlich noch echt? Ja, also ich glaube, diese Weihnachtsansprache, die gefakte von Olaf Scholz, die hat viele Leute, glaube ich, aufhorchen lassen, weil viele wirklich geglaubt haben, das war die echte Ansprache, war komplett gefaked mit KI. Und da sieht man, dass sozusagen ein Identitätsnachweis online immer, immer wichtiger werden wird. Und das ist letztendlich, was WorldCoin macht. Die machen quasi ein Proof of Humanness. Ich scanne da meine Iris, das wird auf der Blockchain anonym gespeichert und dann bin ich damit immer verknüpft und nicht meine Name, nicht meine Person an sich, sondern einfach nur, dass ich ein echter Mensch bin. Ja? Mhm. Das ist quasi sozusagen, was WorldCoin macht. Am Ende wollen sie über diese App auch das größte Finanznetzwerk der Welt werden. Also es ist wirklich da ist ein Anspruch dahinter und wirklich auch eine Skalierung dahinter. Haben 150 Millionen eingesammelt, sind mit mehreren Milliarden bewertet. Das Ganze ist in Erlangen entstanden mit wahrscheinlich einem der bekanntesten Gründer weltweit, Sam Altman, gemeinsam. Und daran sieht man, solche Gründungen passieren eben genau auch in diesen Regionen, ja, und an diesen Uni-Standorten, wo halt exzellente Studierende, Forschende sind, die dann sich aber auch trauen müssen zu sagen, jetzt gehe ich den Schritt und gründe. Von daher, ich glaube, man kann keinen besseren Standort haben als hier, um es hier jetzt zu pushen und zu machen. Ja, das ist, da ist einfach unfassbar viel Potenzial. Ja. Und ich sehe ja auch
das Momentum, das da gerade entsteht, dass auch die Mittelständler, die Unternehmen, die Politik auch sieht, hoppla, da passiert gerade was. Und wir haben die Chance, auch diesen Standort ein Stück weit zu transformieren damit. Ja? Weil das macht ja was, wenn solche Unternehmen hier entstehen. Da kommen Mitarbeitende, hunderte von Mitarbeitenden, gut ausgebildete Leute aus der ganzen Welt, die dann hier arbeiten, die hier Fuß fassen, die vielleicht irgendwann wieder gründen, die investieren, ein Ökosystem am Ende halt. Ja? Und ich glaube, das, da haben wir gerade die Chance, das zu bauen hier. Jetzt klingt das, wenn man sich den Podcast mal, ich habe den mal rückwirkend jetzt kurz angehört, wieder in meinem Kopf, was du alles gesagt hast, klingt das sehr smart, sehr, das geht durch wie Butter. Die Welt hat darauf gewartet, dass der Zollhof auch noch mit Zoho Factory ein Thema bekommt und dergleichen. Weiß nicht, ob es darauf gewartet hat, aber ich brauche jetzt noch so ein paar Learnings. Ich brauche noch so ein paar Learnings. Gab es auch mal so ein paar Fehltritte oder wo du gesagt hast, hey, nee, auf meine Vision hat echt keiner gewartet. Die haben mir alle zugehört, haben gewartet darauf, was passiert, aber es war schwer, durch die Türen durchzukommen oder dass sich Leute wirklich auch an solchen Projekten beteiligen, weil Hintergrund ist der, ich, schon viele Jahre her, bin mal in ein Unternehmen und habe gesagt, ich habe eine Vision, ja, für euer Business, ja, und dann meinte so einer der Entscheidungsträger, ja, dann müssen sie zum Arzt gehen, ja, so, und aber das war ein interessanter Spiegel dafür, dass natürlich am Anfang, wenn du innovierst, ja, wenn du diesen Innovationskurven anschaust, dann hast du natürlich die Skeptiker und du hast natürlich die Leute, die darauf warten, ja, dass du auf die Nase fällst, ja, die dir nicht helfen und die eher abwarten, zögerlich sind, vielleicht auch Bedenkenträger sind oder dein Konzept abwerten oder belächeln. Ja. Wie war das bei dir, als du gemerkt hast, wow, das ist ein wirklich interessanter Standort, ja? Das Erstkonzept des Zollhofs ist präsentabel, ja, noch nicht gebaut, noch nicht bewiesen, ja, aber vorzeigbar. Wie waren die Reaktionen? Die waren zum großen Teil positiv, aber natürlich, wie du sagst, gibt es natürlich immer auch Leute, die dich nicht ernst nehmen, die andere Dinge besser finden, die alles ganz anders machen würden. Und ich glaube, das muss auch so sein. Ich glaube, das gehört auch irgendwie dazu. Also ich glaube auch, das ist zwar immer so ein abgedroschener Spruch, aber am Ende, wenn du niemanden hast, der dich irgendwie kritisiert, dann machst du wahrscheinlich auch irgendwas, was auch keine Relevanz hat am Ende wahrscheinlich. Ja? Also das gehört, glaube ich, einfach dazu, wenn man auch neue Dinge wagt. Und natürlich war es auch so, als ich in Zollhof gestartet habe, da war ich irgendwie Mitte 20. Ja? Und natürlich schauen dich dann irgendwie andere an, was macht denn der jetzt da eigentlich? Ja? Und warum macht denn der das jetzt da eigentlich? Ja? Also klar, natürlich musste ich mich da erstmal beweisen auch und am Ende auch zeigen, dass das funktionieren kann. Ich habe da halt einfach dran geglaubt und mir war klar, dass das funktioniert. Also sozusagen einfach das Vertrauen in mich beziehungsweise in das Team und um die Menschen, mit denen wir arbeiten. Das bin ja nicht ich am Ende, sondern das ist ja irgendwie, wir haben mittlerweile 30 Mitarbeiter im Zollhof. Also das ist ja, das mache ich nicht allein hier. Ja, ja. Aber sozusagen, ich war einfach zu 1000% von überzeugt, dass es funktioniert. Ich bin auch jetzt zu 1000% überzeugt, dass auch dieser nächste Schritt funktioniert und dass es den auch braucht. Ja? Also wir machen es ja auch nicht nur, um es zu machen, sondern weil ich einfach überzeugt davon bin, dass das ein sinnvoller nächster Schritt ist. Und auch da können Dinge schiefgehen und werden Dinge schiefgehen, ja, garantiert. Also ich meine, jeder, der hier gerade zuhört und selber irgendwie mal gegründet hat, weiß, wie das ist. Es ist eine Achterbahnfahrt. Ja? Das sage ich unseren Startups auch immer. Weil es oft sind es ja gar nicht so große Missgeschicke oder große Fehler, die passieren. Also kann auch passieren, aber meistens ist es ja eher diese Achterbahnfahrt. Du gehst morgens irgendwie, hast einen ersten Call, gewinnst einen Auftrag, ja, super. Und 2 Stunden später kündigt dir deine beste Mitarbeiterin und so. Und so geht es halt jeden Tag, ja. Also so, das ist ein völlig normaler Alltag. Den muss man lieben, ja. Das ist so ein bisschen verrückt, das zu lieben, aber ist also, ich glaube, wir ticken so, ja, das ist halt so. Aber von daher, ja, also natürlich gibt es Menschen, die das auch nicht doll finden und die ja irgendwie andere Ideen haben, aber ganz ehrlich, von denen darf man sich nicht aufhalten lassen, manchmal vielleicht auch ein bisschen zuhören und auch mal eine komplett andere Meinung mal so ein bisschen auch mal sacken lassen, überlegen, naja, vielleicht ist da ja auch ein bisschen was dran, ja, vielleicht kann man dann auch vielleicht was anderes machen, aber ich glaube, man darf sich dadurch nicht beirren lassen und halt sein Ding am Ende durchziehen und entweder gefällt es den Leuten oder halt nicht, aber das ist ja immer so im Leben. Ja. Ja, sehr cool. Also toll, was du aufgebaut hast, auch mit deinem Team. 30 Leute, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja irre.
Yes, und wir wollen auch weiter wachsen. Also, ja, ja. Beziehungsweise wir brauchen noch mehr Menschen, weil ja. Wir haben ja so ein paar Dinge vor. Ja. Ist ja auch interessant, wenn ich mir anschaue, dass diese Ökosysteme ja perfekt funktionieren. Y Combinator zum Beispiel, ja, oder Seedstars in der Schweiz. Ich glaube, dass wir unbedingt davon profitieren können und dass wichtige Institutionen einfach sind, ja, um genau solche Schätze zu kreieren, zu inkubieren, ja, oder einfach auch anzuziehen, ja, an so einen Standort. Weil ich will als Startup dort sein, wo sich um mich gekümmert wird. Ja, also ich bin fest davon überzeugt, im Gründerzentrum dürfte ein Startup eigentlich keine Miete mehr zahlen müssen. Wir müssten das eigentlich alles hinterfragen. Ja, im Grunde müsste es Patenschaften geben. Ja, dass wirklich die Koryphäen, die Diamanten so in die Region kommen, weil die Unternehmen und wer auch immer, Institutionen, Organisationen davon profitieren. Ja, also man müsste, das wäre auch noch so eine Vorstellung. Oder eine kleine Idee, wie sich das noch weiterentwickeln darf. Ja. Meine Region ohne Startups? Fehlt ja, was. Also irgendwo müssen sie herkommen. Ne? Das, und ich glaube, aber das ist zumindest in meiner Bubble, habe ich das Gefühl, wird das immer mehr verstanden oder ist schon lange auch verstanden worden, dass wir eben für eine wirtschaftliche Attraktivität und eine Zukunft einer Region brauchen wir nun mal die Startups. Also irgendwo müssen ja die Siemenses und Schaefflers und Adidas dieser Welt müssen ja irgendwo herkommen. Mhm. Ja, also es muss ja neue Unternehmen geben, die eben neue Dinge bauen und die vor allem halt auch in einem digitalen Zeitalter halt auch digitale Produkte bauen. Und da sind wir nun mal als Deutschland sehr weit hinten dran. Ja, das ist ein Thema, wo wir echt Gas geben müssen und echt aufholen müssen, damit wir, sag ich mal, weltweit konkurrenzfähige Digitalunternehmen hervorbringen. Das haben wir bisher noch nicht geschafft. Ja, vielleicht ein SAP, das ist so das Einzige. Also da müssen wir noch Gas geben. Und dein Blick sagt alles, ja, für die, die jetzt gerade nur zuhören. Aber ja, aber es ist, ohne das überhöhen zu wollen, jetzt die eigene Arbeit. Wir sind ja alle in unseren Bubbles und in unserem Wirkungskreis sozusagen. Ja. Mhm. Aber in dem können wir was tun und können halt dafür sorgen, dass neue Dinge entstehen, die dann vielleicht groß werden. Das wird nicht mit allen passieren, aber wir müssen halt was tun, darauf warten oder irgendwie die Politik dafür kritisieren, dass es nicht passiert oder so. Das ist langweilig, ja. Das ist also so, man kann es selber in die Hand nehmen und Dinge tun und es gemeinsam mit allen halt tun. Und ich glaube, dann funktioniert es auch. Ja, schön, dass du es gesagt hast mit der Politik, weil das ist auch diese Lösung auf der übergeordneten Ebene selber zu finden, ja, oder sie abzurufen und zu sagen, hey, ich könnte eigentlich auch was machen, aber ich beschwere mich erstmal bei einer übergeordneten Instanz, ja, das ist doch scheiße. Ja, und das ist auch weit weg von unternehmerischem Arbeiten. Ne? Also ich glaube, das ist, man kann die Dinge in die Hand nehmen und ich glaube, die Politik macht da auch einen guten Job und gibt sich da Mühe, Dinge zu pushen. Ja? Das passiert hier in Bayern, das passiert in Deutschland. Also es wird was gemacht, die Rahmenbedingungen werden ja gesetzt. Da kann man immer Dinge justieren, völlig klar, aber am Ende liegt es halt an denen, die es dann umsetzen. Ja, ja? Absolut. Und ich glaube, da haben wir keine schlechten Bedingungen hier, sondern können hier tatsächlich Dinge bauen, ja, die dann erfolgreich sind. Ja. Lieber Benjamin, wir werden jetzt auf die Zielgerade abbiegen unseres Podcasts hier. Ich habe noch so eine kleine Quick-Q&A-Session vor, in der ich dir ein paar Fragen stelle und du versuchst in einem Wort und in einem Satz zu antworten. Sehr gut, ich gebe mir Mühe. Was würde uns an dir überraschen? Hast du irgendeine Eigenart oder ein Spleen, den keiner kennt und du hier in diesem Podcast teilen möchtest? Eine Eigenart. Ich spiele Schlagzeug schon relativ lange. Ist vielleicht keine Eigenart, aber ist vielleicht so ein Fun-Fact. Ja, ist cool. Ich schaue gerade hier auf mein elektronisches Drum-Kit hier im Office. Und Fun-Fact ist, ich dachte, wenn ich es ins Office stelle, dann werde ich öfter spielen, tue ich auch nicht. Aber es steht hier und ich kann theoretisch Schlagzeug spielen. Aber bist du Teil einer Band oder so? Oder? Ich habe mal in einer Band gespielt, in einer Big Band, in einem Orchester gespielt. Oh, cool. Und dann aber irgendwann finde ich aktuell die Zeit nicht mehr dazu. Aber mich reizt es doch immer wieder mal, auch mal wieder aufzutreten. Ja. Wie viel arbeitest du denn die Woche? Das ist doch kein 40-Stunden-Tag, den du hast. Eher kein 40-Stunden-Tag. Ist schon intensiv, sage ich mal. Ja. Aber gut, das ist halt so. Ne? Wenn man ein paar Dinge aufbauen will, dann schaut man jetzt nicht so sehr auf die Stunden am Ende.
Mir hat auch sehr gefallen, dein Vergleich zum Gründerzentrum eben auch als Startup zu sehen. Ja? Also ich meine, wenn man das nicht selber durchlebt und diese ganzen Emotionen und diese Nachtschichten spürt, ja, wie willst du dich reindenken in so ein Startup? Also von dem her, mega, klar, sehr cool. Wie schaffst du es, produktiv zu bleiben, wenn man so viel am Hut hat, wie wir gerade so annäherungsweise erfahren konnten von dir? Was sind so deine Produktivitätshacks, Tools? Wie organisierst du dich? Vielleicht nur so ein paar. Also ich organisiere mein komplettes Leben über meinen Kalender tatsächlich. Also ich habe, glaub mir, ich habe jede To-Do-App durchprobiert, die es irgendwie gibt. Ja. Ich auch. Und ich war mit keiner happy. Und weil das Problem ja immer ist, du trägst dir 1000 To-Dos ein, so, und dann brauchen die aber unterschiedlich lange und so weiter und sind nicht priorisiert. Also ich mache alles über meinen Kalender tatsächlich und jeder To-Do hat eine Timeframe dahinter, den ich vorher einschätze, und so plane ich halt meinen kompletten Tag durch, und dann ist auch jede viertelhalbe Stunde halt durchgeplant, aber so ist dann halt, aber dann kann man halt auch, habe ich Phasen, wo ich produktiv bin und wo ich genau weiß, so und so lang brauche ich halt für gewisse Dinge. Klappt nicht immer, aber es hilft mir, so ein bisschen diese Vielfalt der Themen priorisiert zu haben. Mhm. Und ganz wichtiges Thema, Eisenhower-Matrix. Für die, weiß ich, du kennst es wahrscheinlich auch, für die Zuhörer, einfach ein Prioritätsthema. Also sich immer anzuschauen, was ist wichtig auf der einen Seite und was ist dringend. Mhm. Das sind die beiden Kategorien, in denen du jede E-Mail bewerten kannst, jeden Anruf, der kommt, jede Nachfrage aus dem Team. Viele Dinge sind wichtig tatsächlich, also gerade wenn sie aus dem Team kommen, meistens sind das wichtige Dinge, ja, aber sie sind nicht immer dringend. Mhm. Und ich bin da auch gegenüber dem Team sehr, sehr transparent, sage, das ist gerade nicht dringend, es ist wahrscheinlich wichtig, aber weil es nicht dringend ist, schaue ich mir das morgen an oder später oder wie auch immer. Mhm. Also alles zu kategorisieren in wichtig und dringend und dann zu überlegen, wie gehe ich damit um, wenn das eine oder andere eintritt. Das ist aus meiner Sicht, hilft mir sehr stark, meinen Alltag zu organisieren. Und kategorisierst du das auch in deinem Kalender? Also hast du da auf einen Blick die wichtigen und die dringenden Sachen oder werden die halt aufgrund ihrer Dringlichkeit getimed? Wahrscheinlich, ne? Genau, aufgrund ihrer Dringlichkeit getimed, und der Rest, der wandert dann halt so irgendwie ein bisschen weiter hinter an dem Kalender. Ja. Sehr cool. Nice, weil genau das Thema To-Do, also ich habe auch alle Tools durch. Womit arbeitet ihr im Team? Ja. Also habt ihr eine Teamsoftware, so Asana oder Trello oder irgendwie so? Wir haben Notion mittlerweile als also für Meetings, um Meetings zu strukturieren, um To-Dos, also eigentlich für mittlerweile sehr viel, also Notion ist ein sehr mächtiges Tool tatsächlich, aber sehr einfach zu bedienen. Slack als Kommunikationskanal, genau, also das sind so unsere Haupttools eigentlich. Ja. Cool. Kannst du uns ein Buch empfehlen, was für dich einen großen Mehrwert hatte? Ein Gamechanger. Ich lese ein Gamechanger-Buch. Also ich lese gerade tatsächlich ein sehr spannendes Buch, The World After Capital von Albert Wenger. Sag mal was. Albert Wenger, spannende Story, ist ein gebürtiger Franke, ist jetzt Partner bei Union Square Ventures in New York, ist einer der größten oder bekanntesten, erfolgreichsten VCs in den USA. Die haben in Twitter, also X investiert, in Etsy, viele große Startups tatsächlich. Und er hat ein Buch geschrieben, The World After Capital. Ich bin noch nicht durch, ich bin gerade so mittendrin. Finde ich aber tatsächlich spannend, seine Ansätze, die er da hat. Also lohnt sich mal reinzulesen. Cool, sehr cool. Danke für die Empfehlung. Jetzt hast du die Möglichkeit, drei Interviewgäste für diesen Podcast zu empfehlen aus deinem Netzwerk, wo du sagst, hey, die haben mir echt was zu erzählen, von denen können wir was lernen, oder du willst sie einfach nur pushen. Drei Interviewgäste, die ich jetzt empfehlen soll, sozusagen. Ja, so ganz spontan. Ganz spontan, wen würde ich da empfehlen? Ich glaube, ich würde tatsächlich Professor Katrin Möslein empfehlen, weil ich glaube, ihr Blick auf die Universitäts- und Startup-Landschaft in der Region, in Deutschland, weltweit, ist, glaube ich, extrem spannend. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr interessant. Ich glaube, ich würde Sonja Heinrich empfehlen. Sie ist Miteigentümerin, Geschäftsführerin von Hoffmann Personal, quasi so in der Nachfolgegeneration dieses Unternehmens. Und ihre Mutter Ingrid Hoffmann hat dieses Unternehmen gegründet, damals als Frau in den 80ern, hat noch eine Unterschrift ihres Mannes gebraucht, um ein Unternehmen gründen zu dürfen. Crazy. Das war natürlich eine der ganz, ganz, ganz großen Erfolgsgeschichten in Deutschland und, glaube, ein großes Vorbild auch. Und ihre Tochter übernimmt so langsam sozusagen die Tätigkeiten. Das ist eine total spannende Story auch, also unternehmerische Geschichte, die man, glaube ich, noch öfter erzählen muss, aus meiner Sicht. Also das finde ich sehr, sehr spannend.
Wen würde ich noch empfehlen? Ich überlege gerade. Ich glaube, ich würde noch Judith Klein aus unserem Team empfehlen. Sie leitet bei uns das Inkubationsprogramm und ich habe es neulich auf LinkedIn gepostet. Judith hat promoviert zum Thema Familienunternehmen und Corporate Social Responsibility in Bezug auf Startups, also inwieweit Familienunternehmer in den USA investieren in Startups und aus welchen Gründen sie das tun. Total spannend. Wir haben dazu auch einen Blogartikel veröffentlicht und das ist tatsächlich immer sehr inspirierend, mit ihr darüber zu sprechen und ihre Insights über Jahre der Forschung da mitzubekommen. Also ich glaube, sie wäre mal super spannend auch für einen Podcast. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Benjamin. Und damit wären wir bei der letzten Frage. Und das wäre damit das Schlusswort, das ich gerne dir überlasse für diese Podcast-Folge. Stell dir vor, du hast ein Plakat, was jeder auf dieser Welt sehen kann. Was würdest du draufschreiben? Wow. Ich glaube, ich würde gar nichts Startup-mäßiges draufschreiben. Ich würde eher was draufschreiben wie: Hört einander zu, liebt euch, geht aufeinander zu. Ich glaube, das sind Themen, die gerade noch viel wichtiger sind als alles andere. Ja? Dass wir mehr miteinander sprechen, dass wir da offen sind für andere, dass wir andere Meinungen uns anhören, in die Diskussion gehen, auch mit anderen. Ich glaube, das ist was, was ich mit einer gewissen, ja, Sorge, oder ich glaube, alle ja aktuell mit einer gewissen Sorge wahrnehmen, wo trifft denn die Gesellschaft irgendwo hin, was sind so die Bewegungen gerade? Ich glaube, das wäre so ein bisschen losgelöst vom Thema Unternehmertum, sondern ganz allgemein, lasst uns mal wieder ein bisschen offener miteinander umgehen und offen über Themen sprechen und ja, auch mal Empathie und Verständnis für andere zeigen. Weil ich glaube, manchmal hilft das, zu sprechen und einfach mal ein offenes Ohr zu haben und gemeinsam Dinge voranzutreiben. Ich glaube, das wäre so ein ganz übergeordneter Wunsch, den ich so hätte. Das ist von genau zu stehen. Danke, Benjamin, für deine Zeit und dass du hier mitgemacht hast. Danke, Norman. Hat Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Gerne.